40er Jahre letzten Jahrhunderts. Die beiden deutschen Superkonstrukteure, die Hornbrüder, die haben geforscht, wie kriegt man ein Flugzeug stabil zum Fliegen, ohne dass man ein Leitwerk dran bauen muss oder einen Schwanz oder eine normale Rundform. Es ist darauf gekommen, wie man das aerodynamisch hinbekommt, dass so ein Flügel fliegt. Geplant war diese Ford 229 als Jagdflugzeug mit Not vorne in dieser Position. Damit wollte man sich wehren gegen die britischen und amerikanischen Bomberverbände, ist aber nicht mehr zum Einsatz gekommen. Aber dieses Flugzeugbetrieb, die Grundlagen der Gefühlerhornung werden heute noch bei der W2 Spirit, dem Tarnkappenbomber der amerikanischen Luftwaffe, benutzt. Und der Jürgen hat das Modell aus Gebron nachgebaut. Durch konsequente Leichtbauweise hat er dieses 2,40 Meter Flugzeug aus Gebron an Fluggewicht bekommen, mit einem Einziehfahrwerk ausgerüstet. Und diese großen Räder, die man konnte, sind natürlich auch durchaus vorwärtsgetreu, weil das Flugzeug sollte mit ungefestigten Rasenpisten starten können. Auch der Lot ist aus dem Teilenwände komplett aus. Jetzt kommt der 1 zur Landung. Super, Rock 229, Jürgen Schöne, das ist Flugzeuggeschichte. Dankeschön. Und jetzt haben wir als nächstes mal wieder ein Eigenbauflugzeug vom Daniel Höher. Er hat uns ein